Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie unverschämt und dreist Vertreter von CDU, SPD, FDP und Grünen lügen und hetzen und wie die AfD darauf reagiert hat, wie insbesondere Robert Faller darauf reagiert hat und was sich aus meiner Sicht ändern müsste, um mehr Erfolg zu haben, um auch eine Veränderung der Politik zu bewirken, um die Medien, um den ganzen Medienpolitikbetrieb wirksam unter Druck zu setzen. Es ist bestimmt sehr mühsam, sich die Lügen und die Hetze der Altparteienvertreter anzuhören, aber aus meiner Sicht ist es notwendig, sich nicht nur die AfD-Beiträge, sondern auch diese Beiträge anzuhören. Deswegen habe ich das auch einmal gemacht und große Teile der Debatte zum Friedensantrag durchkommentiert, was nicht wenig Arbeit war. Jetzt im Folgenden große Teile dieser Debatte, wie gesagt, durchkommentiert. Danach ein paar Worte dazu. AfD-Fraktion hat einen Antrag zum Ukraine-Krieg eingereicht. In diesem fordert sie die Entsendung einer internationalen Friedensdelegation unter Leitung der OSZE nach Kiew und nach Moskau, damit mit beiden Regierungen über einen sofortigen Waffenstillstand diskutiert wird. Außerdem hat sie in diesem Antrag noch weitere Forderungen. Eine 90-tägige Feuerpause soll es unter anderem geben. Ich bilde mir nicht ein, Sie mit unserem Antrag von der Notwendigkeit einer Friedensinitiative überzeugen zu können. Dazu stecken Sie schon viel zu sehr in rein militärischem Denken fest. Doch Sie werden vor den Menschen begründen müssen, warum immer mehr und immer stärkere Waffen den Weg zum Frieden ebnen sollen. Statt Diplomatie soll es der Leopard richten. Heute sind es Kampfpanzer, morgen Kampfflugzeuge, es wird bereits darüber diskutiert, und übermorgen vielleicht NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden. Es darf keine roten Linien geben, tönt es aus Kiew. Und natürlich hat die Ukraine Interesse, uns in diesen Krieg hineinzuziehen. Und unsere Chefdiplomatin beschäftigt sich damit, eine Partei vor einem Sondertribunal anklagen zu lassen, statt Tag und Nacht nach Auswegen aus der Krise und Möglichkeiten zu Waffenstillstand und Frieden zu suchen. Zitat: Aber ohne ein politisch-strategisches Gesamtkonzept sind Waffenlieferungen Militarismus pur. Diese Einschätzung stammt vom militärpolitischen Berater der früheren Bundeskanzlerin Fath. Und der amerikanische Generalstabschef Milley geht davon aus, dass ein Sieg der Ukraine nicht zu erwarten sei und dass Verhandlungen der einzig mögliche Weg seien. Doch einem Handeln entsprechend dieser Einsicht steht die westliche Annahme entgegen, dass Putin die Ukraine auslöschen wolle, also kein Kompromiss möglich sei. In ernsten Verhandlungen, meine Damen und Herren, ist diese Annahme nie geprüft worden. Und auch die Sicherheitsinteressen Russlands gegenüber der NATO gelten im Westen nur als vorgeschoben, ohne sie einem Test durch Verhandlungen zu unterziehen. Meine Damen und Herren, es ist Zeit, dass wir das endlich tun und statt auf einer schiefen Ebene immer stärker in Richtung eines europäischen Krieges oder gar einer atomaren Auseinandersetzung zu rutschen, wovor ja selbst der UN-Generalsekretär inzwischen gewarnt hat. Meine Damen und Herren, unser Antrag bietet dazu Wege. Mehr und Besseres ist immer möglich. Nur die Richtung müsste stimmen. Weg von einem Sieg der einen und Niederlage der anderen Seite. Weg von der militärischen Logik. Es darf diesen Krieg keiner gewinnen. Und nur wenn wir das endlich akzeptieren und für eine friedliche Lösung arbeiten, hat der Frieden eine Chance.
Ohne die Einsicht, dass eine militärische Lösung nicht zustande zu bringen ist, wäre auch der 30-jährige Krieg nie zu Ende gegangen. Hoffentlich dauert es bei uns nicht so lange. Ich bedanke mich. Ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die Ukraine und das Einzige, was die AfD zur Debatte beizutragen hat, ist eine schlechte Trump-Kopie mit dem Slogan »Unser Land zuerst«. Die demokratischen Parteien vertreten unterschiedliche Ansichten, wie wir die Ukraine am besten unterstützen können. Aber in einem sind wir uns völlig einig. Wir verurteilen Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die europäische Friedensordnung. Wir nehmen nicht hin, dass in Europa Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Und wir unterstützen die Ukraine deshalb bei ihrer Selbstverteidigung politisch, ökonomisch, humanitär und auch militärisch. Was macht die AfD? Ihre Bundestagsabgeordneten fahren zu fragwürdigen Veranstaltungen auf die Krim. Sie reisen zu Putins Marionettenregime nach Belarus. Sie treten in Propaganda-Talkshows im russischen Fernsehen auf, in denen ungeniert zum Mord an unserer Außenministerin aufgerufen wird. Das ist eine Schande und es ist widerwärtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie fordern, dass Nord Stream 2 wieder in Betrieb genommen wird, als wäre nichts gewesen. Sie sagen, dass die Ukraine uns nichts angeht, uns Deutsche. Mit Verlaub, das ist blanker Nationalismus ohne Empathie für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die von Putins Schergen jeden Tag angegriffen werden. Sie sollten sich schämen, statt solchen Unsinn hier zu verbreiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass ausgerechnet Sie von der AfD sich nun als eine Friedenspartei inszenieren und eine Friedensinitiative in Ihrem Antrag fordern, das ist nun wirklich verlogen und perfide. Ausgerechnet Sie schwadronieren davon, Deutschland solle seiner historischen Verantwortung für Frieden in Europa gerecht werden. Von echter historischer Verantwortung wollte Ihr Verein noch nie was wissen. Sie sind berüchtigt für Ihren Geschichtsrevisionismus. Ihre Leute relativieren immer wieder den Holocaust. Kürzlich haben ein paar Kollegen hier im Hause bedauert, dass bei der Gedenkveranstaltung die Reihen leer waren. Ich muss Ihnen sagen, ich vermisse hier keinen Rechtsradikalen, wenn wir der Opfer des Nationalsozialismus gedenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie, Herr Gauland, haben die Zeit des Nationalsozialismus öffentlich als einen Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte bezeichnet. Da legen Sie gemeinsam mit dem russischen Botschafter am Jahrestag der deutschen Kapitulation von Stalingrad einen Kranz nieder. Sie demonstrieren Solidarität mit einem Kriegsverbrecher. 80 Jahre nachdem der Nazi-Terror dafür verantwortlich war, dass in Stalingrad Hunderttausende und im Zweiten Weltkrieg insgesamt Millionen von Opfern zu beklagen waren. Das nennen Sie Vogelschiss. Zynischer geht es überhaupt nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nationalismus war die Quelle schrecklicher Kriege im letzten Jahrhundert, und das gilt auch heute noch. Ihr abgestandener Nationalismus ist doch das Gegenteil von friedlicher Außenpolitik. Die einzigen Begriffe, die ich in Ihrem rechten metapolitischen Wörterbuch unter A lese, sind Abschottung und Ausländerhetze. Sie feiern sich in diesen Tagen für 10-jähriges Bestehen. Was feiern Sie eigentlich? Ihr unterirdisches Benehmen in diesem Parlament, Ihre Fake-News-Reden oder Ihre permanente Hetze gegen Migrantinnen und Migranten? Oder Ihre Versuche, die Demokratie hier zu diffamieren? Was bedeuten 10 Jahre AfD wirklich? Sie bedeuten, Sie haben für alles einen Sündenbock und für nichts eine Lösung. Das ist AfD. Sie werden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Verwaltungsgerichte bestätigen das. Sie sitzen hier, obwohl Sie Ihre Plakat- und Werbekampagne mit illegalen Parteispenden finanzieren lassen. Sie sitzen hier, und Ihre ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann sitzt auch, und zwar in Untersuchungshaft, weil sie gemeinsam mit Mitgliedern der Reichsbürgerszene einen Anschlag auf den Deutschen Bundestag vorgenommen hat. Herr Dr. Stegner, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Von Rechtsradikalen lasse ich nicht Zwischenfragen zu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber eins will ich sagen. Auch die Putschisten vor 100 Jahren in München waren skurrile Gestalten. Das kann nicht der Punkt sein. Wir müssen aufpassen, dass unsere Demokratie nicht gefährdet wird. Mein Kollege Sebastian Hartmann hat es auf den Punkt gebracht. Sie sind die Feinde der Demokratie. Fast genau 90 Jahre nach der mutigen Rede von Otto Wels gegen das Ermächtigungsgesetz sage ich Ihnen, wir Demokraten, ganz besonders wir Sozialdemokraten, erkennen die Feinde der Demokratie, wenn wir sie sehen. Und da drüben sitzen sie. Da mag Ihr thüringischer Parteiführer Höcke noch so treuherzig twittern, Frieden schaffen ohne Waffen. Ein Slogan übrigens, den er von der verhassten linken Friedensbewegung geklaut hat. Derselbe Höcke tritt gemeinsam mit einer rechtsextremen Gruppe von vorbestraften Kriminellen in Gera auf. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Höcke gehört weder in Parlament und erst recht nicht von der Klasse von Geschichtsschülern, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Sie Wladimir Putin verteidigen. Ihnen geht es nicht um die ukrainische oder um die russische Bevölkerung. Ihre Sympathie gilt den Autokraten, den Diktatoren. Das ist Ihre Sympathie. Sie verbünden sich von der AfD-Jugend mit der russischen Putin-Jugend, der jungen Garde.
Ihre Parteifreunde vom Front National freuen sich über die Rubel, mit denen dort die Rechtsextremisten in Europa unterstützt werden. Das sind Gesinnungsgenossen von Ihnen. Deswegen reden Sie hier so, nicht weil es um Frieden ginge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, eine rechtsradikale Partei braucht uns nichts zu erzählen über Frieden. Übrigens, Frieden ohne Demokratie, ohne Freiheit endet auf Soldatenfriedhöfen. Das ist die Lehre des 20. Jahrhunderts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Ehefrau Ihres Kumpanen Kubitschek hat sich wie folgt geäußert, ihre Partei charakterisiert. Die Schlange, sie häutet sich wieder, bis alle ihre braune Farbe sehen. So Frau Kubitschek. Das ist genau das, was man sieht, wenn man bei Ihnen hinguckt. Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss eines sagen. Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen. Intelligenz, Anstand und eine Mitgliedschaft in der AfD. Man kann intelligent und AfD-Mitglied sein, dann fehlt einem der Anstand. Man kann vielleicht sogar anständig und AfD-Mitglied sein, dann ist man offenkundig nicht besonders intelligent. Man kann wie die meisten hier anständig und intelligent sein, dann ist man definitiv nicht Mitglied der AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind keine Alternative für Deutschland, Sie sind eine Schande für Deutschland. Und nach 10 Jahren gilt mehr denn je. Nach 10 Jahren gilt mehr denn je. Wir werden nicht ruhen, bis die Bürgerinnen und Bürger wie in meinem Heimatland Schleswig-Holstein dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr im Parlament sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihren plumpen Anti-Ukraine-Antrag, den verschieben wir zwar in den Ausschuss, aber ich kann Ihnen sagen, was das Schicksal am Ende sein wird. Solchen Unfug lehnen wir Demokraten hier im Deutschen Bundestag ab. Sehr viel. Herzlichen Dank. Ralf Stegner war das. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin heute wirklich außerordentlich dankbar, hier sprechen zu können. Denn ich möchte mich entschuldigen. Entschuldigen beim ukrainischen Volk. Entschuldigen für die Anmaßung dieses AfD-Antrages. Er habe etwas mit Deutschlands Verantwortung für Frieden in Europa zu tun. Ihr sogenannter Friedensplan ist ein völlig durchsichtiges innenpolitisches Theater. Liebe Ukrainer, das ist nicht Deutschland, das ist nur die AfD. Kein Wort des Mitgefühls in Ihrem Text. Kein Wort des Mitgefühls mit den Opfern des russischen Eroberungskrieges. Selbst die Völkerrechtswidrigkeit der Aggression wird zwar genannt, aber vernebelt und relativiert. Die EU sei zu schwach gewesen, den Krieg nicht verhindert zu haben, schreiben Sie. Die EU! Unglaublich. Damit schieben Sie subkutan die Kriegsschuld von Russland auf die EU. Und dann geht es weiter. Hochinteressant. Sie kritisieren die, ich zitiere, finanzielle und ideologische Unterstützung, hören Sie doch zu, ist Ihr Text, Unterstützung oppositioneller Gruppen, die habe zu wachsender Instabilität und Spaltung in einigen Staaten geführt. Ja, die Demokratiebewegung in Belarus hat, was Sie beklagen, zu wachsender Instabilität des Lukaschenka-Regimes geführt. Und das ist gut so. Und meine Damen und Herren von der AfD, merken Sie nicht, dass Sie mit diesen Vokabeln die alte Terminologie der SED bedienen? Die haben immer gesagt, Finanzierung aus dem Westen und Ideologie aus dem Westen. Sie benutzen SED-Vokabeln. Es ist eben kein russisch-ukrainischer Konflikt im Tonfall einer Familienauseinandersetzung. Es ist ein Angriff Russlands auf sein friedliches Nachbarland. Das wissen Sie auch. Passen Sie mal auf. Das wissen Sie auch. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das wissen Sie auch. Noch im November hat ein Positionspapier Ihres Arbeitskreises Außen klar formuliert, es sei ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands, den wir scharf verurteilen, sagt Ihr AK. Und weiter, Zitat, wir trauern mit den Familien der gefallenen Soldaten. Dann folgt zwar lauter Unfug, aber immerhin. Aber nichts davon findet sich in Ihrem Antrag. Keine Wahrheit, kein Mitgefühl. Stattdessen veranstalten Sie ein Friedenskonzert gestern Abend offenbar. Also das hat mich ja schon mal geschockt, als ich die Einladung sah. Noch geschockter war ich, dass Sie gastieren, Herr Kupala. Also ich weiß nicht, wie das gewesen ist. Wahrscheinlich nur eine Show. Denn ginge es Ihnen wirklich um das Propagieren von Frieden, dann hätten Sie, Herr Kortre, sich im russischen Fernsehen vor einer Woche in der Hasssendung des Wladimir Solowjew dazu äußern können. Sie haben es aber nicht getan. Sie haben nicht von Frieden oder einem Friedensplan oder was immer gesprochen. Auch Sie, Herr Schmidt, gleiche Reihe da oben, 5. Kolonne sitzt immer 17. Reihe. Auch Sie, Herr Schmidt, hätten vorgestern bei Ihrem Propagandaauftritt bei Rossiya 1 Gelegenheit gehabt, für Frieden und für den erforderlichen militärischen Rückzug zu werben. Haben Sie aber nicht.
Sie meinen Ihren eigenen Text gar nicht ernst. Sie sprechen von Frieden, aber in Russland sind Sie fester Bestandteil von Putins Propaganda und damit auch mit der Kriegsmaschinerie. Ist Ihnen, Herr Gauland, eigentlich gar nicht bewusst, wie sehr Sie unserem Land schaden und was Sie für eine tragische Rolle dabei eigentlich spielen? Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, hören Sie doch zu. Es gibt einen Friedensplan. Es gibt einen Friedensplan, und zwar seit 1990, die Charta von Paris und seit 1994 das Budapester Memorandum. Diese Verträge gelten. Dazu braucht es den vollständigen... Lieber Kollege Abraham, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Farle? Nein, nee, wirklich nicht. Also erbarmen, erbarmen, bitte nicht. Dazu braucht es den vollständigen Rückzug der russischen Truppen aus allen besetzten Gebieten der Ukraine. Und das ist keine Forderung, das ist die Rechtslage. Nochmals an die Ukrainer und auch die, die wenigen, die Mutigen, die sich in Russland im Widerstand befinden. Dieses Papier ist nicht Deutschland. Aus diesem Papier spricht Putins Moskau und dessen Berliner Hilfstruppen. Und deshalb lehnen wir diese Zumutung ab. Vielen Dank. Redner, das ist Jürgen Trittin. Ach, es gibt eine Kurzintervention. Die Möglichkeit einer Kurzintervention. Ich will es auch wirklich, Entschuldigung, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich will es sehr kurz machen. Die Reden, die letzten zwei Reden, aber besonders die letzte, wo ich mich jetzt gemeldet habe, die führt mich zu der Frage, wenn Sie eine Fraktion komplett hier ausgrenzen und mit solchen Unterstellungen arbeiten, worin unterscheiden Sie sich eigentlich von früherer Goebbelscher Propaganda gegen Minderheiten? Sie sind doch die Hetzer in diesem Parlament. Wir wollen Frieden schaffen, und zwar auch ohne Waffen. Das ist meine Antwort. Und Herr Gauland hat genau die richtige Rede gehalten. Und er hat auch das gesagt, was ich zum Ausdruck bringe. Aber ich lasse mich doch hier nicht einreihen in solche Klischees, die Sie hier verbreiten. Wir meinen unsere Politik ernst, jedenfalls ich auf jeden Fall. Und ich lasse mir sowas nicht unterstellen. Mir tun die russischen Soldaten leid, mir tun die ukrainischen Soldaten leid, mir tun die Zivilisten alle leid. Und ich möchte, dass jetzt endlich Friedensverhandlungen stattfinden, dass diese Regierung mal was für den Frieden tut. Denn mit Panzern hat noch nie einer Frieden im Land geschaffen. Das ist genau das Gegenteil. Dann sterben immer mehr und immer länger noch Menschen. Und die USA haben es langsam begriffen, aber sie werden es erst begreifen, wenn noch viel mehr Menschen gestorben sind. Vielen Dank für die Möglichkeit, dazu was zu sagen. Lieber Herr Fahle, Robert Fahle war das. Wir wollen auch mittlerweile fraktionslos, aber ist über die AfD-Fraktion hier ins Parlament gekommen. Darum erteile ich Ihnen damit deshalb jetzt in. Entschuldigen Sie bitte, lassen Sie mich bitte zu Ende sprechen. Und zwar, und wenn Sie ein Problem haben mit meiner Sitzungsleitung, dann können Sie das gern im Ältestenrat in der nächsten Woche ansprechen. Das ist nämlich das Gremium dafür und nicht diese Sitzung heute hier. Herr Farle, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für Ihren Vergleich mit der Goebbelszeit. Und die Möglichkeit, Herr Farle, Sie müssen trotzdem stehen bleiben, weil nämlich der Kollege Abraham jetzt die Möglichkeit zur Antwort hat. Sehr geehrter Herr Kollege Farle, Sie haben mir offensichtlich gar nicht zugehört. Ich habe diesen Antrag sehr genau studiert und ich habe mich bemüht, ihn Zeile für Zeile zu analysieren. Und so bin ich zu dieser Rede gekommen. Was dem Antrag, und das will ich noch einmal sagen, gänzlich fehlt, ist das Mitgefühl, was bei Ihnen wenigstens teilweise aufgeschieden ist. Danke. Soweit die Kurzintervention von Robert Fahle und die Erwiderung von Knut Abraham. Nun geht es aber weiter mit dem nächsten Redner. Das ist Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist manchmal schon schwer erträglich, dass jemand, der jahrelang sich hat von Ost-Berlin bezahlen lassen als DKP-Funktionär und dann zur AfD gegangen ist, hier sich in dieser Art und Weise aufführen kann. Ich bin, wenn etwas war, was eines Beweises noch bedurft hätte, was die Propagandarolle von Ihnen im Interesse Putins angeht, dann war das eben der Auftritt von Herrn Fahle. Als ich den Antrag gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann irgendwie nicht ganz wahr sein. Die AfD für Frieden. Seit wann setzt sich die AfD für Frieden ein? Wenn Sie Freeze üblich und erst jüngst wieder vor Flüchtlingswohnheimen randalieren? Setzen Sie sich für Frieden ein, wenn Ihre Ex-Kollegin Malsack-Winkemann mit ihren Reichsbürgerkameraden Waffen sammelt, um den Bürgerkrieg in diesem Land einzutragen? Oder haben Sie sich für Frieden eingesetzt, Herr Kortre, als Sie bei Wladimir Solowjew im russischen Fernsehen aufgetreten sind? Der Herr Solowjew hatte nämlich einen Tag vorher das Gleiche gemacht wie der Kollege Fahle hier eben. Er hat sämtliche deutschen Journalistinnen und Journalisten als Nachfahren von Goebbels und entkommenen Nazischweine tituliert. Und am Tag drauf sind Sie in der gleichen Sendung bei dem gleichen Hetzer. Aber anstatt diesen Entgleisungen zu widersprechen, haben Sie, Herr Kortre, das auch noch bestätigt. Sie haben gesagt, es muss gesagt werden, dass Journalisten und Medien alles tun, um die deutsche Gesellschaft gegen Russland, gegen die russische Regierung aufzubringen. Und Sie seien entsetzt, dass wieder deutsche Panzer geliefert werden, um Russen zu töten. Und jetzt bin ich bei Ihnen, Herr Gauland. Sie wissen wollen, wie dieser Krieg geführt wurde, dann schauen Sie sich die Berichte an zu Butscha und anderem. Da kommen einem historische Assoziationen zum Vorgehen der deutschen Wehrmacht, der SS und der Polizeikorps in der Ukraine, in Russland und anderswo. Davon hätte ich von Ihnen ein Wort verlangt. Nein, ich glaube, Sie sind nicht für Frieden. Sie betätigen sich lieber als Propagandazwerge für die Kriegspropaganda von Putin. Was aber dahinter steht oder womit Sie sich kostümieren, ist ja die Behauptung, man könne über Verhandlungen diesen Konflikt jetzt zu diesem Zeitpunkt lösen. Ich bin der festen Überzeugung, am Ende wird es Verhandlungen geben. Aber heute sind wir in einer Situation, die Sie, Herr Gauland, wenn Sie mal nicht heimlich Mein Kampf schmökern würden, sondern Wilhelm Busch lesen, da würden Sie das Gleichnis finden, vom Igel und dem Fuchs. Herr Trittin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein. Sehr geehrter, vielen Dank übrigens für die Möglichkeit der Zwischenintervention. Sehr geehrter Herr Kollege Trittin, wir haben hier in den letzten Minuten erleben können, teilweise Hass und Hetze, wovon Sie ja immer sehr viel und gerne reden, insbesondere vom Kollegen Stegner. Selbst für ihn war diese Darbietung unterirdisch. Es zeigt aber eins in ganz besonderer Weise, wie tief Sie darüber getroffen sind. Darüber getroffen sind, dass es inzwischen in diesem Deutschen Bundestag nur eine einzige Partei gibt, die sich tatsächlich dafür verwendet, Friedensgespräche zu initiieren, während alle anderen Parteien, unter anderem auch Ihre Partei, die Partei der Friedenstauben, hier für mehr und mehr Waffenlieferungen, für eine militärische Lösung des Konfliktes eintritt und von sonst gar nichts. Und ich kann Ihnen nur eines sagen.
Wenn es hier im Deutschen Bundestag so weit gekommen ist, dass die einzige Partei, die sich für friedliche Lösungen und für Diplomatie einsetzt, von allen anderen Parteien in diesem Hohen Hause angegriffen wird, dann muss ich Ihnen sagen, ist es 11:55, dann ist es wirklich fast zu spät für die Demokratie in Deutschland. Es ist unterirdisch, dass man selbst angefeindet wird, wenn man sich für Frieden einsetzt. Und nichts anderes tun wir. Und davon ist völlig unberührt, dass es selbstverständlich für alle Soldaten beider Parteien großes Mitgefühl gibt, wie natürlich auch für die zivilen Bevölkerung, die zu leiden haben. Es geht uns darum, dieses Leid so schnell wie möglich zu beenden. Und das sollten auch Sie verstehen. Vielen Dank. Thomas Erhorn war das aus der AfD-Fraktion. Jürgen Trittin kann nun eine Erwiderung hier abgeben. Herr Kollege, wenn man für Frieden ist, warum hat Ihr Herr Cortré bei dem Auftritt, den er hatte im Fernsehen, sich nicht dafür eingesetzt? Warum hat er nicht gesagt, beendet euren völkerrechtswidrigen Krieg? Das ist der erste und wichtigste Schritt. Stellt die Kampfhandlung ein. Sie behaupten, Sie seien die einzige Kraft, die sich für Frieden einsetzt. Aber wenn Sie die Gelegenheit haben, sich für Frieden einzusetzen, im Angesicht des Aggressors, dann ziehen Sie den Schwanz ein. Dann schweigen Sie. Und dann legen Sie uns hier, Herr Abrahams hat das vorgelesen, einen Antrag vor, der die Kriegsschuldfrage komplett umdreht. Dann ist es nicht mehr Russland, die diesen Angriffskrieg geführt haben, sondern ist es das Angebot gewesen der Europäischen Union, mit der Ukraine eine gemeinsame Wirtschaftsbeziehung einzugehen. Also etwas Friedlicheres kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das benennen Sie in Ihrem Antrag als Ursache für den Krieg in der Ukraine. Nein, Sie sind nicht für Frieden. Sie sind für Putins Krieg. Das ist das Problem. Die Russische Föderation beschießt die Kraftwerke, bombardiert die Krankenhäuser und zerstört die Wohnungen jener Menschen, die von Moskau immer als historisches Brudervolk bezeichnet wurden. Wenn Russland so mit seinen Freunden umgeht, dann können Sie sich vorstellen, wie es mit seinen vermeintlichen Gegnern verfahren wird, falls Putin diesen Krieg gewinnt. Putins Krieg ist ein Angriff auf das ukrainische Volk. Er ist aber auch eine Attacke auf die regelbasierte internationale Ordnung. Deshalb stehen wir gemeinsam mit unseren Partnern zusammen an der Seite der Ukraine, um Putin Grenzen zu setzen. Wenn wir den Krieg schon nicht verhindern konnten, mit allen diplomatischen Bemühungen, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass er nicht Schule macht. Der Angriffskrieg darf sich für Putin und seine Freunde hier in Deutschland wie Gauland, Chrupalla und Co. schlicht und ergreifend nicht lohnen. Im Laufe der letzten Jahre hat der Kreml seinen Krieg gegen die Ukraine Stück für Stück eskaliert. Er hat diplomatische Vereinbarungen vorsätzlich gebrochen und internationale Vermittlungsversuche sabotiert. Kiew braucht Verbündete. Deswegen ist ein EU-Beitritt hierfür auch ein geeigneter Schritt. Denn wie sich gezeigt hat, macht Putins neoimperiale Außenpolitik nur vor einem glaubhaften Abschreckungspotenzial wie dem Schutzschirm der NATO Halt. Für die Russische Föderation stellen demokratische Nachbarn mit guten Beziehungen zum Westen eine Bedrohung des eigenen Modells dar. So wird jeder Versuch unabhängiger Staaten aus der vermeintlichen russischen Einflusssphäre auszubrechen von Moskau drakonisch bestraft. Und das ist der Fakt. Das wichtigste außenpolitische Instrument Russlands war, ist und bleibt die Erpressung im Energiesektor. Deshalb ist die von der AfD geforderte Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Beziehungen ein Fehler, das ist ein Hohn, das ist einfach nicht zu glauben. Wer mit so einem Partner bei Pipelines weiterhin verhandeln möchte, hat den Ernst der Lage offensichtlich nicht begriffen. Der Antrag der AfD offenbart ihre offensichtliche Bereitschaft, jede Aggression Russlands in Europa hinzunehmen. Das ist offene Anbiederung an ein Regime, das versucht, über Drohungen die Nachbarländer und Kritiker einzuschüchtern, statt sich konstruktiv durch Diplomatie und Dialog auf der Weltbühne einzubringen.
Für die AfD-Fraktion spricht nun Matthias Moosdorf. Er sitzt im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Der Antrag ist ja auch von der AfD-Fraktion hier eingereicht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte oder Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Bertha von Suttner starb 1914 in dem Jahr, in dem Europa in die Ursünde eines Jahrhunderts der Hölle schlitterte. Niemand wollte das, niemand hielt das für möglich. Denn allen gemeinsam waren Dummheit, Ignoranz, die Lust an der Provokation und angebliche Bündnisverpflichtungen und die mediale Begeisterung. Obwohl der wissenschaftliche Dienst unseres Hauses festgestellt hat, dass man damit den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlasse, bilden wir ukrainische Soldaten aus, schwere Waffen und operative Gefechtsdaten zur Vorbereitung von Kämpfen liefern wir schon lange. Mit Kurzsichtigkeit, Realitätsverweigerung und einem völlig verrückten Werteimperialismus steuern wir nun, wie UN-Generalsekretär Guterres warnt, sehenden Auges in einen großen Krieg. Soros sieht in der Ukraine, Zitat, ein Rambock gegen Russland. US-General Hodges sagt, es liegt in unserem Interesse, wenn es zum Zusammenbruch oder zur Balkanisierung Russlands kommt. Die Russische Föderation soll in ihrer jetzigen Form nicht weiter bestehen. US-General Milley möchte die Ostsee zum, Zitat, Teich der NATO machen. Zelensky-Berater Polodjak sagt, der Krieg soll auf Moskau und St. Petersburg übergreifen, Zitat Ende. Polens Premier Morawiecki fordert die Zerschlagung der Russischen Föderation. Das, meine Damen und Herren, ist Kriegstreiberei, geschichtsvergessen, grundgesetzwidrig, irre und verantwortungslos. Und um mit Talleyrand zu sprechen, es ist darüber hinaus ein Fehler. Frieden für die Ukraine und Russland und Frieden in Europa sind untrennbar miteinander verbunden. Es wird ihn nicht geben, ohne die Fehler zu korrigieren, die mit der Erweiterung der NATO unter Ausschluss Russlands gemacht wurden. Eine europäische Sicherheitsarchitektur muss mit Friedensgesprächen zwischen dem Westen und Russland beginnen. Unsere Geschichte, die aufgeklärte Sicht auf die schmerzvollen Erfahrungen der letzten Jahrhunderte haben aus Sicht der AfD eine zentrale Bestimmung: Kriege zu beenden, Frieden zu stiften, Ausgleich und Verständigung zu ermöglichen. Frau Merkel würde sagen, Pipeline sprengen unter Freunden, das geht gar nicht. Emmanuel Macron, ich hoffe so früh wie möglich, dass alle Beteiligten an einen Verhandlungstisch zurückkehren. Die Frage der territorialen Integrität oder was auch immer muss von den Menschen geklärt werden, die dort leben. Wir fordern die Bundesregierung auf, eine Friedenskonferenz einzuberufen unter Beteiligung aller involvierten Staaten und der UNO und der OSZE. Versuchen Sie den Frieden wie Naftali Bennett, dessen Mühen Sie offenbar sabotiert haben. Ein Satz zum Schluss von Bertolt Brecht. Lasst uns die Warnungen erneuern, meine Damen und Herren. Denn der Menschheit drohen Kriege gegen wegen die Vergangenen, wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Frieden ist die Basis von allen, denn ohne Frieden ist alles nichts. Vielen Dank. Matthias Moosdorf war da. Entgegen mancher Vorwürfe hier im Raum bemühen wir uns als Bundesregierung seit Tag 1 um Diplomatie und Friedensgespräche. Zur Wahrheit gehört aber dazu, jegliche internationale Bemühungen um Diplomatie und Friedenspolitik werden von Putin und nicht von Europa, werden von Putin weiterhin sabotiert. Putin ist erst bereit für Gespräche, wenn das ukrainische Existenzrecht aberkannt wird. Ein Frieden, der die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen wie in Butscha oder Irpan zur Rechenschaft zieht. Das ist unsere historische und europäische Verantwortung, meine Damen und Herren. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, Zitat Ende. Ich füge hinzu, für sich, für Deutschland und auch für Europa. Vielen Dank. Was passiert, ist doch ganz offensichtlich, was Putin vorhat. Seine imperialen Fantasien, die liegen ja vor. Anfang des Monats drohte sein Außenminister Lavrov damit, dass Moldau bald das gleiche Schicksal drohen würde wie der Ukraine. Auch die baltischen Staaten, vielleicht fahren Sie da auch regelmäßig hin, werden regelmäßig bedroht. Ebenso Schweden und Finnland. Und ganz zu schweigen von Georgien, keine Ahnung, was Sie dazu sagen, wo schon 2008 russische Truppen einmarschiert sind und bis heute geblieben sind. Putin greift seit Jahren, und das ist ein Fakt, Putin greift seit Jahren seine Nachbarn an und wird dies auch weiterhin tun.
Sie brauchen auch nicht die Augen, es sind keine Lügen, das sind Fakten. Was hält ihr auf? Die Vertreter von SPD, CDU, Grünen und FDP lügen ohne jede Scham. Sie sind sich des Informationskartells genau bewusst. Sie wissen, dass die Medien die Ereignisse seit 2014 nicht schildern, nicht ausgewogen schildern. Sie sind sich auch den Meldungen der russischen Medien bewusst, weil sie ja genau wissen, wann wo wer aufgetreten ist in russischen Medien. Das heißt, sie wissen, was in den russischen Medien passiert. Sie kennen genau die Meldungen über Heimatsbeschuss von Krankenhäusern, überhaupt von ganz vielen zivilen Einrichtungen, vor allen Dingen gezielten Beschuss ohne jeglichen militärischen Nutzen. Was Genozid ist. Gezielter Beschuss von Zivilisten ist Terror und Genozid. Es zeigt sich hier der Abwurf jeder Moral. Moral spielt für diese Leute überhaupt keine Rolle. Sie wissen, die Medien berichten so und so, jetzt verhalte ich mich opportun und das fördert meine Karriere. Das gilt jedenfalls für diese Redner. Es ist erschreckend, dass wahrscheinlich viele Leuten wie dieser Katrin Leikert auf den Leim gehen. Die so seriös tut, bodenständig tut, so typisch CDU-mäßig, als wäre alles in Ordnung. Aber auch sie lügt hier dreist. Das kann man aber nur wissen, wenn man die Meldungen der russischen Medien kennt. Zumindest weiß, dass sie existieren und man die Hintergründe seit 2014 kennt, die auch hier in den Medien unbestritten sind, die überhaupt nicht mehr gebracht werden. Dazu gehören OSZE-Berichte über den Beschuss von Zivilisten. Die Hetze gegenüber den AfD-Vertretern ist unsäglich und unerträglich. Aus meiner Sicht findet Robert Fahle hier die richtigen Worte. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel, wie die AfD sich öffentlichkeitswirksam dagegen wehren muss. Auch und gerade in Sendungen wie Maischberger, Lanz oder in den Sommerinterviews. Genau mit dem Herzblut muss man sich gegen diesen Rechtsextremismusvorwurf wehren, um vor der Bevölkerung glaubwürdig dazustehen. So zu tun, als wäre das kalter Kaffee, das wird im Zweifel so interpretiert, dass man zugibt, Dreck am Stecken zu haben. Man regt sich über den Vorwurf nicht auf, also ist was dran. So funktioniert die Psychologie der Leute, das wissen die Medienvertreter auch ganz genau. Sie setzen darauf, dass wenn man es nur oft genug den AfD-Leuten vorwirft, sie gar nicht mehr darauf reagieren, sie es als Normalität abtun. Aber an diese Normalität darf man sich nicht gewöhnen. Es ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, zu sagen, ja, es ist so, die Schuld ist so teils, teils. Teils ist Russland schuld, teils ist die USA schuld, jetzt muss man einen Kompromiss suchen. Es spricht alles dafür, dass die USA seit 2014 oder schon davor diese Konfrontation geplant haben, es gezielt darauf angelegt haben und die ukrainische Regierung dazu gebracht haben, zu eskalieren. Erst die russischsprachige Bevölkerung im Donbass zu terrorisieren und auf alle mögliche Weise einen Keil zu treiben. Einen Keil zunächst zu treiben in die Ukraine. Das verstehen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute sehen die Ukraine als einen Block. Aber die ukrainische Regierung hat die eigene Bevölkerung angegriffen 2014. Und das wird jetzt hier so zurück zu so einer Übertreibung. Ach ja, der Beschuss auf ein paar Zivilisten. Wenn man gezielt auf die Zivilbevölkerung schießt, ist es ein Genozid. Und aus meiner Sicht der Fehler ist, dass sich viele Leute nicht bewusst machen, wie schlimm das ist, dass so verharmlost wird. Ja gut, es ist halt ein bisschen Beschuss. Es ist nicht irgendwie ein bisschen Beschuss. Es ist auch ein riesiger Unterschied, ob man versucht, militärische Ziele zu treffen und dabei Zivilisten umkommen oder ob man gezielt Zivilisten angreift. Das ist sehr wohl ein Unterschied. Und es ist ja auch so, dass Poroschenko das damals offen gesagt hat. Sie werden in Bunkern leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Nach dem Kosovo-Urteil steht der Ostukraine damit die Unabhängigkeit zu. Sie haben in einem Referendum darüber abgestimmt, sie wollten nicht mehr Teil der Ukraine sein. Man muss jetzt nicht sagen, man stimmt jetzt dem Kosovo-Urteil zu, aber es müssten die AfD-Vertreter aus meiner Sicht viel deutlicher benennen, es gibt dieses Kosovo-Urteil und es ist eine Doppelmoral, wenn man sagt, wenn der Westen sagt, jetzt im Kosovo gilt's, jetzt für den Donbass gilt's nicht. Es reicht schon allein, diese Doppelmoral aufzuzeigen. Und damit wird die felsenfeste Behauptung vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sehr fragwürdig. Und es reicht allein, das aufzuzeigen. Die AfD muss nicht Position beziehen und sagen, das Kosovo-Urteil ist super, sondern die AfD zeigt auf, es gibt dieses Urteil
und der Westen hält sich nicht dran. Wenn die Ostukrainer mit Referenden nach diesem Urteil Anrecht auf eigene Staaten haben, das heißt eigentlich schon seit 2014, sie ein Anrecht haben, ihre eigenen Staaten zu haben, dann hat der Westen seit 2014 im Kern die Souveränität dieser Länder verletzt. Jedenfalls das gilt, wenn man das Kosovo-Urteil ernst nimmt. Und der Westen sagt, was für den Kosovo gilt, das gilt jetzt für die Ostukraine nicht. Und allein wenn die AfD den Finger in diese Wunde legt, diesen Widerspruch aufzeigt, sie muss dann gar keine Position beziehen, sondern die AfD sagt dann nur, es kann nicht sein, hier so, hier so. Sie muss nicht sagen, das Kosovo-Urteil ist perfekt, weil dann ist natürlich der Kritikpunkt, ja, dann könnten ja alle Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt, würden sofort ihre eigenen Staaten ausrufen. Gut, aber das hat man hingenommen beim Kosovo-Urteil, weil es halt beim Kosovo hat es gepasst, da fand man das ganz toll. Und die USA haben natürlich geplant, ja, wir haben es jetzt hier, das Urteil, hier benutzen wir es, und wenn wir es nicht brauchen, dann interessiert es uns einfach nicht. Indem man Widersprüche aufzeigt, herausarbeitet, zeigt man keine Schwachpunkte. Weil Schwachpunkte kann man nur zeigen, wenn man auf irgendeine Art und Weise Position bezieht. Wenn man aber nur Widersprüche aufzeigt, bezieht man gar keine Position, sondern man lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas. Aus meiner Sicht, das haben viele AfD-Vertreter nicht verstanden. Sie müssen keine Angst haben, wenn sie Widersprüche aufzeigen, wenn sie gut argumentieren. Sie können dafür nicht drangenommen werden. Wenn sie die Unglaubwürdigkeit der anderen aufzeigen, der Medien, der Altparteien aufzeigen, sie haben nie was zu befürchten. Sie haben nur mit eigener Positionierung etwas zu befürchten. Genauso ist es mit der Aufklärung. Wenn die russischen Medien sagen, es gibt beständig Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, die AfD muss nicht sagen, es gibt beständig Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Die russischen Medien sagen das. Dann werden die Medien sagen, ja, die AfD, russische Propaganda. Wenn die AfD aber sagt, es gibt hier Meldungen der russischen Medien über Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, warum wird das nicht überprüft? Überprüft das. Die AfD bezieht nicht die Position, dass die Meldungen stimmen, sondern sie fordert ein, die Journalisten sollen hingehen, sie sollen das überprüfen. Die Meldungen sollen überprüft werden. Es sind schwerwiegende Vorwürfe und sie kann sich außerdem auf OSZE-Berichte stützen, die unumstritten sind. Es gibt viele Fakten, die AfD anführen kann, die unumstritten sind wie die OSZE-Berichte seit 2014. Und auch die rassistische Ideologie mit Pandera und so weiter. Es gibt Unmengen an Informationen, die hier nicht bezweifelt werden, die einfach unter dem Tisch gehalten werden, wo drauf gesetzt wird, dass die Leute sie vergessen, dass sie in den Hintergrund geraten, die aber überall einsehbar sind. Auch die diplomatischen Vorgänge seit 2019, das ist alles protokolliert, das ist alles beweisbar. Es muss einfach nur argumentiert werden. Die Altparteienvertreter hier setzen darauf, die großen Medien berichten es nicht, die Leute wissen es nicht, es steht überall festgeschrieben, man kann es nachlesen, aber es weiß keiner. Deswegen können wir lügen. Das heißt, der Schlüssel ist hier, sich umfassend einzuarbeiten, Informationen zu haben. Thomas Rüber beispielsweise trägt ganz viele Informationen zusammen. Und anhand dieser Informationen argumentiert man, zeigt die Widersprüche auf. Man muss nicht Position beziehen und sich irgendwie angreifbar machen. Man muss nur sagen, das und das gibt es, dort steht es geschrieben, sie gehen darauf nicht ein. Sie verschweigen es. Auch die Positionierung, felsenfest zu behaupten, es ist hier ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, allein schon die Vokabel Angriffskrieg. Allein damit zeigt man es, auch damit macht man sich angreifbar. Das hat der Wortbeitrag von Trittin gezeigt, wo er die AfD genüsslich vorgeführt hat. Mit dieser aus meiner Sicht fragwürdigen Positionierung angesichts des Kosovo-Urteils. Natürlich ist Krieg immer verurteilenswert, aber es ist auch fragwürdig, die Anliegen der Ostukrainer ignoriert zu haben seit 2014. Sich nicht 2014 darum bemüht zu haben, am besten, dass die ukrainische Regierung die Verbrechen einstellt in der Ostukraine, dann wäre es dazu überhaupt nicht gekommen. Und wenn aber die ostukrainische Regierung nicht aufhört, dann hätten unsere Journalisten da hingehen müssen, hätten die Referenten überprüfen müssen, dann hätten die Ostukrainer eigentlich schon damals Staaten bekommen müssen. Das war auch ein Fehler von Russland, weil Russland hat gesagt, wir lösen das, wir gehen auf den Westen zu, wir machen Kompromisse. Aber eigentlich hat auch Russland das Anliegen der Leute verletzt damals. Und aus Kompromissbereitschaft haben sie das gemacht. Das heißt, hier hat es sich auch gerecht, auf den Westen zugegangen zu sein, anstatt die richtige Position konsequent durchzusetzen. Es war ja von der US-Regierung von Anfang an geplant, einen Keil zu treiben.
Das war ja der Trick. Das Ganze war ja nur dazu da, einen Keil durch Eurasien zu treiben, um den Handel zu verhindern, um jetzt genau auch diesen Krieg zu erzeugen, um Russland und Europa zu schwächen. Das war ja von Anfang an der Plan. Und aus meiner Sicht, das muss von der AfD schonungslos benannt werden. Das kann man argumentieren mit den ganz vielen Hinweisen. Man kann auch hier so argumentieren, dass man sagt, alles deutet darauf hin, seit 2014, dass die USA das gezielt geplant haben. Man muss auch hier nicht sagen, zu 100%, ich sage jetzt, die USA haben es geplant, die US-Regierung, sondern man kann sich auch so ausdrücken, dass man sagt, alle Hinweise, die wir hier kennen, A, B, C, D, E, deuten darauf hin, die US-Regierung hat das seit 2014 oder vielleicht schon vorher geplant. George Friedman 2015, die ganzen Thinktanks, Rand, es gibt ja diese Positionspapiere, und US-Vertreter äußern sich auch beständig so, wie Joe Biden, als er die Nord Stream-Sprengung quasi angekündigt hat. Aus meiner Sicht, irgendwelche Verrenkungen, scheinbar vernünftige Kompromisse, wie dass man sagt, man passt sich jetzt so ein bisschen dem Mediennarrativ an und spricht auch von einem Angriffskrieg und so weiter, das führt nur dazu, dass man vorgeführt wird, wie hier von Trittin. Sondern nur, wenn man bei der Wahrheit bleibt, mit den ganzen Informationen, die zur Verfügung steht, richtig argumentiert, dann kann man einem nicht beikommen. Solange die AfD gegen Sanktionen ist und für Verhandlungen ist, wird sie diffamiert. Ganz einfach, so einfach ist das. Erst wenn die AfD diese Position aufgibt, dann wird sie nicht mehr diffamiert von den großen Medien. Die großen Medien sind ein Machtinstrument, das militärisch eingesetzt wird. Aus meiner Sicht, das haben viele AfD-Vertreter in der Bedeutung noch nicht verstanden. Das ist hier im Grunde, dass die Medienvertreter, dass es Söldner sind, die systematisch US-Interessen bedienen. Wie die USA das genau machen, das ist nicht nachvollziehbar. Aber es ist trotzdem beweisbar, dass die ganzen Medien ein Kartell bilden und Informationen filtern und fälschen. Ich habe hier auch Beweise auf meinem Kanal, beispielsweise das verfälschte Interview vom Spiegel, von einer Zivilistin in Mariupol, deren Aussagen um 180 Grad gedreht wurden, gegen Russland. Sie hat gesagt, das Azov-Bataillon hat sie gefangen gehalten, der Spiegel macht daraus, die Russen haben sie gefangen gehalten. Und das Entscheidende ist jetzt nicht die Fehlmeldung vom Spiegel, sondern das Entscheidende ist, dass die anderen großen Medien das nicht aufgegriffen haben. Weil das ist ein Skandal, der den Relotius-Skandal um das Vielfache sprengt. Der Relotius-Skandal ist ein Witz dagegen. Und das Ganze geht in den USA ja schon immer so, seit 200 Jahren. Dass die Medien ein Kartell bilden. Beispielsweise mit der Maine 1899, die angeblich auf eine spanische Mine aufgefahren ist, die aber von innen heraus explodiert ist. Und wo die Medien Stimmung gemacht haben zum Krieg gegen Spanien. Das heißt, wir sehen hier die Parallele zu heute. Das System funktioniert seit über 100 Jahren genau gleich. Und bestimmte mächtige Leute in den USA haben erst das eigene Land okkupiert mit den Medien. Das machen sie jetzt in allen Demokratien. Das sieht man ja in ganz Europa. Das Problem ist ja nicht nur in Deutschland, das Problem ist ja in ganz Europa. Und sie schaffen es irgendwie, die Medien so zu steuern, dass sie US-Interessen bedienen. Auch in Frankreich. Das hat mit einem fehlenden Friedensvertrag nichts zu tun. Oder Norwegen. Es ist ja überall das Gleiche. Es ist aber so, dass die Macht trotzdem nicht unendlich ist. Sondern das System beruht auf Täuschung. Das heißt, wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. In großen Teilen zumindest. Das Gleiche gilt auch für die USA. Es gibt Möglichkeiten. Das heißt, das ist immer ein Trick. Man muss nur die Täuschung aufdecken, um die Macht der Medien zu reduzieren. Viele denken, das Wichtigste für die USA sind ihre Flugzeugträger, um die Welt zu beherrschen, um das Imperium zu sein. Aber tatsächlich das Wichtigste für die USA oder für die US-Regierung, nicht für die USA, für die mächtigen Leute, die die USA steuern, sind die Medien. Und zwar nicht nur die Medien in den USA, sondern die Medien in allen Demokratien. Weil darauf haben sie Zugriff. Sie nutzen die sogenannte Schwäche aus in Demokratien durch dieses liberale System, um Einfluss auf die Medien nehmen zu können. Und damit wird dann die Demokratie ausgehöhlt und damit beherrschen sie durch Manipulation die Leute und bringen sie dazu, das zu machen, was sie wollen. Und der Erfolg ist ja unendlich. Hier wird Nord Stream gesprengt, was nichts anderes ist als eine Kriegserklärung an Deutschland. Und die Deutschen beschweren sich nicht. Es ist ja nicht nur so, dass die Regierung nichts macht, sondern auch die meisten Deutschen für dieses Jahr vollkommen okay. Das ist also aberwitzig. Aber man kann sich dagegen wehren. Man muss nur präzise und hart argumentieren. Und sich nicht in irgendwelche Fallen tappen und sich angreifbar machen. Sondern die Informationen aufzeigen und mit den Informationen argumentieren
ohne sich zu positionieren und festzulegen, sondern sich immer auf die Informationen zu beziehen und mit den Informationen zu argumentieren. Nicht sagen, das ist so und so, sondern wir haben hier das, wir haben hier das. Sie verhalten sich hier so, dort so, das ist nicht stimmig. Sie berichten hier, sie berichten hier nicht. Sie lassen das aus, warum machen sie das? Das heißt, man richtet den Scheinwerfer auf das Verhalten der Medien und der anderen Politiker in der Hauptsache und deckt so das Fehlverhalten auf. Und die eigene Position bezieht man dann aus dem, was unbestreitbar ist, was auch im Mainstream anerkannt ist. Also man, bestimmte Dinge kann man nicht fälschen. Man kann trotzdem weitergehend argumentieren, indem man Widersprüche aufzeigt und sich nicht gleich festlegt, sondern man sagt, die Journalisten sollen da hingehen, sollen die Vorgänge überprüfen, den Hamas-Angriff aufs Krankenhaus. Man kann den Fakt trotzdem benennen. Man muss nicht sagen, er ist passiert, sondern man kann sagen, man kann ihn benennen, man kann sagen, die Meldungen gibt's, das muss überprüft werden von unseren Journalisten. Weil es aber auch ganz viele Fakten gibt, die man benennen kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.